Hallöchen und willkommen hier auf meinem Channel. Ja, der eine oder andere denkt sich bestimmt, wer ist dieser Typ und warum zur Hölle habe ich ihn abonniert? Völlig zu Recht. Ich war jetzt etwas länger nicht mehr online, aber ich habe mir vorgenommen, ab jetzt mindestens ein Video im Monat hochzuladen. Aber darum geht es jetzt hier nicht. In diesem Video geht es zum einen um ein Experiment. Ich nehme hier den Sound separat auf, wie ihr das erkennen könnt. Hat für mich den Vorteil, ich kann mich auch mal von der Kamera etwas weiter weg bewegen und muss nicht so schreien. Bis dato habe ich ja das externe Mikrofon der Kamera benutzt, aber in so einem Raum wie hier geht es, ist kein Problem. Aber wenn man draußen ist, ist es ein bisschen komisch und alle schauen dann einen so komisch an. Und damit ist das Problem gelöst, hoffentlich. Das Ganze nehme ich hier auf dem iPhone mit auf. Ich habe dafür ein Programm aus dem Internet runtergeladen, was mir die Sache etwas vereinfachen wird. Und zum anderen, und das ist der Hauptgrund für dieses Video, geht es hier um meinen Blog, und zwar um einen bestimmten Eintrag, was jetzt demnächst rauskommen wird. Es geht hier um die Meinung anderer Menschen, ja, gefragt natürlich. Es geht hier um ein Foto, was ich aufgenommen habe in Italien. Ich lade es mal schnell hoch. Ja, wie ihr sehen könnt, hier ist es ziemlich düster, alles ist dunkel und mir gefiel das, was ich da sah, und klar hätte man auch eine Langzeitbelichtung machen können und etc. pp. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte das Bild genauso einfangen, wie es da ist, damit ich einfach für mich herausfinde, wie weit komme ich mit Photoshop, mit so einem Foto, ja? Da ist ja fast nichts zu sehen, da ist ja alles dunkel. Was kann ich da rauszaubern? Und das waren auch jetzt meine ersten Composing-Versuche, ja, wenn man das so nennen kann. Ich fing an zu bearbeiten, das rauszunehmen, das einzufügen, heller machen, dunkler machen und so weiter und so fort. Dennoch bin ich an einem Punkt stehen geblieben, ging dann nicht mehr weiter, ja. Ich hatte keine Ideen mehr, ich habe alles gegeben mit dem Foto, aber ich musste dann aufhören und dann mich dazu entschließen, okay, ich lasse es jetzt so, wie es ist. Ich schlafe ein paar Nächte drüber und dann vielleicht fällt mir was Neues ein. War aber nicht der Fall. Und irgendwas in mir sagte, das Bild ist noch nicht fertig. Da fehlt so der letzte Schliff. So, was habe ich gemacht? Auf Facebook bin ich in mehreren Gruppen drinnen. Unter anderem Photoshop und so weiter. Und da habe ich das Bild mal hochgeladen und den Leuten gefragt, hey Leute, was haltet ihr davon? Ja, ich war mir sicher, irgendeine Meinung ist so mit dabei, was mir weiterhelfen konnte. Und es war auch tatsächlich der Fall. Selbstverständlich sind auch ein paar Idioten mit dabei, die in dummen Kommentaren hinterlassen, aber gehört mit dazu. Wenn man im Internet Leute nach ihrer Meinung fragt, muss man davon ausgehen, dass es auch komische Menschen mit dabei sind, ja? Aber nicht immer. Für mich hat es sich in diesem Fall gelohnt. Ich konnte das Bild beenden. Das werdet ihr alles in meinem Blog natürlich nachlesen. Ich möchte euch hier nicht zu viel verraten. Und aber ich habe für mich entschieden, dass ich das in Zukunft nicht mehr oder wenn dann sehr selten machen werde, weil letztendlich halt jeder seine eigene Meinung zu einem Foto, und es muss nicht heißen, nur weil es mir gefällt, dass auch anderen Menschen gefällt. Ne? Aber wie gesagt, ich will euch jetzt hier nicht zu viel verraten, liest euch meinen Blog durch, vielleicht gefällt euch das, vielleicht kennt ihr sogar jemanden, der gerade in so einer ähnlichen Situation ist, und mein Eintrag könnte ihnen helfen und könnt ihr es gerne mit ihm teilen. Ansonsten, ihr kennt ja das Ganze, liked es, schreibt Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen. Für alle, die meinen Blog noch nicht kennen, hier nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie die Seite aufgebaut ist. Unter anderem findet ihr den Punkt Portfolio. Da habe ich ein paar Bilder reingepackt, die mir besonders gefielen. Alles andere findet ihr natürlich auch auf Instagram, da bin ich auch vertreten. Ansonsten gibt es auch die ganz klassische Blogseite. Da habe ich viele Workflows, Tutorials oder auch Erlebnisse, die ich hatte, was rund um die Fotografie anging, hier reingeschrieben. Guckt euch auch den Archiv an. Ansonsten gibt es noch den Bereich Videos. Unter anderem sind ein paar Videos mit etwas mehr Detail in Form von Text mit eingefügt. Alle anderen Videos findet ihr auf YouTube. Ich bin überall vertreten. Ansonsten gibt es auch den klassischen Über mich-Bereich. Da findet ihr ein paar Infos, wer ich bin. Und ich würde mich über Likes und Kommentaren auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchblättern.